Willkommen bei Insanely Positive. Deiner Oase, wenn die Welt mal wieder grau ist und voll grantiger Gesichter. Ich bin Susanne Freiherz. Super fein, dass du da bist. Wir ziehen hier innere Rollos hoch und klopfen den Staub von unseren Sichtweisen, damit wir uns unser allerbestes Leben basteln. Hallo allesamt. Was ist Achtsamkeit? Das ist eine sehr häufig gestellte Frage und darum geht's mir heute. Achtsamkeit ist ganz einfach ein bewusstes Erleben dessen, was da ist. Achtsamkeit verwandelt Alltägliches und bringt es zum Funkeln und macht seine ganze Schönheit sichtbar. Achtsamkeit bedeutet einfach, statt gedanklich oder emotional ganz woanders zu sein, sind wir ganz im Leben und ganz da, ganz in der Gegenwart. Und wenn wir dann ganz da sind, ganz präsent sind, dann sind wir wacher, als wenn wir so halb in unserem Kopf Lärm sind und dazu hören und nur so halb im Augenblick. Und wenn wir wacher sind, dann kriegen wir wirklich einfach mehr mit von unserem eigenen Leben und das Leben wird mit einem Schlag bunter und spannender und graue Routine hat da gar keinen Platz mehr. Wenn wir wacher sind, dann erleben wir, wie es uns geht. Und wir entscheiden bewusster und somit auch besser, was jetzt gut ist für uns. Und wenn wir bewusst entscheiden, bedeutet das, dass wir nicht von unseren Gewohnheiten dominiert werden. Wir tun ja so vieles, auch Zeugs, das uns nicht gut tut, einfach aus Gewohnheit, einfach weil wir es immer schon gemacht haben und hinterfragen gar nicht, ob wir das weiterhin überhaupt als Lebensbestandteil aufrechterhalten wollen. Gewohnheit kann so vieles sein. Kann sein, dass wir Zucker in uns reinschieben, wenn uns langweilig ist oder wenn wir gestresst sind und wir alle wissen, dass es uns nachher nicht gut geht und wir machen es aber trotzdem. Das ist Gewohnheit. Oder wir reagieren auf bestimmte Ereignisse gewohnheitsmäßig in der gleichen Art oder mit den gleichen Emotionen oder Sichtweisen. Oft auch schon Zeugs, das wir bei den Eltern beobachtet haben und obwohl wir uns vorgenommen haben, niemals dasselbe zu machen, haben wir deren Gewohnheiten zum Teil auch übernommen. Wir denken in gewohnten Bahnen, statt mal ums Eck oder kreativer zu denken. Und wir auch physisch gehen oder fahren immer dieselbe Strecke, wählen immer dieselbe Strecke, um von A nach B zu gelangen. Wir treffen dieselben Menschen und unser Gehirn liebt Gewohnheiten so sehr, dass alles, das nicht ins gewohnte Schema passt, einfach rausgefiltert wird. Was heißt rausgefiltert wird? Das heißt ganz einfach, dass es nicht in unsere bewusste Wahrnehmung kommt. Das Gehirn registriert es zwar, aber wir merken es gar nicht. Es bedeutet einfach auch, dass dann Neues und Veränderung nicht so leicht in unsere Wahrnehmung gelangen. Und das bedeutet wiederum, dass wir die kleinen Dinge, die das Leben so speziell und besonders machen, schnell mal übersehen, schnell mal gar nicht registrieren und wahrnehmen und wertschätzen. Also mit Achtsamkeit entscheiden wir bewusster, statt eine Marionette unserer Gewohnheiten zu sein. Und wir erleben mehr, wir sehen mehr, wir nehmen mehr wahr und das Leben wird einfach bunter und reicher. Und Achtsamkeit wird, wenn wir sie öfter mal aktivieren und praktizieren, Teil unserer Normalität. Es wird unser neues Normal und unser Normalzustand. Und nachdem Achtsamkeit keine Theorie ist und darüber zu reden nur bedingt hilfreich ist, wie es bei einer Praxis nun mal so ist, lang drüber zu reden, ist eine Sache, aber die Wirkung entsteht erst, wenn wir es tun. Und deshalb möchte ich mit euch heute gemeinsam ein paar Minuten achtsam Kaffee trinken oder
Tee trinken oder Wasser oder was auch immer ihr gerne trinken möchtet. Ich darf euch jetzt bitten, dass ihr euch irgendein Getränk holt, mich so lange auf Pause schaltet, bis ihr es habt, dass ihr euch hinsetzt gemütlich und euch diese paar Minuten nehmt, um Achtsamkeit zu aktivieren und zu erleben, dass es eine völlig andere Welt ist, etwas achtsam zu machen. Denn wenn wir normalerweise einen Kaffee oder einen Tee trinken, dann trinken wir das so nebenher. Wir schütten den so irgendwie schnell mal im Gehen, im Vorbeigehen runter oder wir vergessen den ganz und dann ist er eh schon kalt. Aber wenn wir etwas achtsam machen, ist das wirklich ein und dieselbe Sache. Kaffee trinken, Tee trinken, wird zu einer völlig anderen Welt. Und das wollen wir jetzt gemeinsam erleben. Bitte setz dich gemütlich hin, richte die Wirbelsäule auf und atme einfach entspannt durch. Spür, wie deine Schultern dem freundlichen Zug der Schwerkraft ganz leicht und entspannt nachgeben. Und dann lächle einfach mal deine Tasse oder dein Glas an und schau richtig hin, wie dein Gefäß aussieht und sieh seine Form und das Design. Die Farbe oder dass es eben durchsichtig ist. Spür, dass du dich freust auf dein Getränk und guck mal, ob du vielleicht tatsächlich Durst hast oder nicht. Beides ist fein. Und dann beginne deine Hand langsam Richtung Tasse oder Glas zu bewegen und erlebe, wie die Armmuskulatur anspringt, um sich der Schwerkraft zu widersetzen. Und dann spür den Moment, in dem du dein Glas oder die Tasse tatsächlich berührst. Und erleb, ob da Wärme von deinem Getränk abstrahlt oder Kühle, oder ob die Temperatur sich ganz neutral anfühlt. Heb dein Getränk an und spür mal das Gewicht. Dank der Schwerkraft arbeitet dein Arm, deine Muskeln ein kleines bisschen, um dieses Gefäß in der Luft zu halten. Und spür, wie alle deine Finger zusammenarbeiten, damit deine Tasse oder das Glas in Balance bleibt und die Flüssigkeit nicht überschwappt. Und sieh mal zu, wie deine Flüssigkeit, dein Getränk, sich so ein bisschen bewegt und so ein bisschen schaukelt dadurch, dass du jetzt beginnst, das Glas oder die Tasse so ein bisschen zu dir herzubewegen. Und sieh dir jetzt einfach auch mal die Farbe deines Getränks an. Und bring die Tasse oder das Glas ganz nah zu deinem Gesicht. Und jetzt atme mal ein und riech mal. Und vielleicht duftet dein Getränk ganz hervorragend und steigert deine Vorfreude aufs Trinken noch mehr. Oder vielleicht merkst du jetzt, dass es ganz neutral ist, vielleicht fast keinen Geruch hat. Und dann nimmst du das wahr. Und jetzt trink den ersten Schluck. Nimm dir Zeit, um dein Getränk im Mund zu schmecken, bevor du runterschluckst. Und schmeck mal, wie süß oder bitter oder vielleicht auch ein bisschen von beidem es schmeckt oder ob es vielleicht ganz neutral ist oder intensiv im Geschmack. Und wenn du etwas Warmes trinkst, dann verfolge die Wärme vom Mund in den Hals bis hinunter in deinen Bauch. Und stell dir vor, wie sich dein Magen gerade freut über das Getränk und wie all deine Zellen jubeln, dass sie Nahrung bekommen. Und so trinkst du Schluck für Schluck dein leckeres Getränk voller Genuss, voller Wachheit.
Und während du den Rest deines Kaffees, deines Tees oder was auch immer du dir gewählt hast, genießt, erlebe, wie dein Durst gelöscht wird, wenn einer da war. Und wie du auf dein Getränk reagierst, wirst du wacher oder wirst du entspannter? Oder vielleicht spürst du, wie du innerlich ruhiger und klarer wirst. Nimm dir alle Zeit, die du möchtest, um weiter zu trinken. Und wenn du fertig getrunken hast, bleib noch einen Moment lang sitzen und gib dir ein inneres High Five. Ein High Five dafür, dass du dir die Zeit nimmst, deine Lebensqualität zu verbessern und dein Leben mit mehr Bewusstheit und Freude und Wertschätzung zu erfüllen. Und natürlich lass bitte Positivität in dein Herz, deine Gedanken, deinen Körper, in deine Worte und Handlungen strömen. Vielen Dank für die gemeinsame Zeit und bis zum nächsten Mal. Freu dich maximal und strahl. Schluss mit dem Stimmungstief. Das neue Normal ist insane.